Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter. Wir sind in Folge 1. Nein, nein, nein. Wir sind nur in Folge 13 von Shapes.io. Ja, wie wir sehen, die roten Windmühlen, die laufen da gerade wunderbar rein. Das haben wir in der letzten Folge geschafft. Jetzt haben wir hier oben noch einen blinkenden Stern. Den werden wir mal gerade angucken. Weiß nicht, seht ihr das? Ihr seht das. Hier oben haben wir ein Upgrade in Stufe 4. Jetzt sind wir auf Stufe 5. Dieses und das müssen wir machen. Da laufen aber schon welche rein. Da sind jetzt drei übereinander. Das ist natürlich krass. Und ja, das müssen wir dann mal machen. Aber ich würde sagen, wir gehen hier wieder raus und machen erstmal das, was hier unser Hub gerade braucht. Und das ist ein lila Viereck, ein weißer Kreis übereinander. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das dann an, wie wir das bauen, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Viereck brauchen wir. Und zwar ist hier zum Beispiel ein Viereck. Wir haben rote Farbe hier. Jetzt brauchen wir für das Lila noch eine blaue Farbe. Die ist dahinter. Ich glaube, das können wir hier managen dann, oder? Ja, gucken wir mal, dass wir das so hinkriegen, ne? Ich würde jetzt tatsächlich hier die Farbe bauen wollen. Und hier die Vierecke dann einfärben. Den Einfärber, den haben wir ja unten schon fertig. Den holen wir uns da jetzt mal gerade weg. Wo ist er? Hier ist er. Hier werden die eingefärbt. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, das, nee, WASD. Oh, das war nicht so gut, einen Rechtsklick zu machen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts ganz Gravierendes gerade versaut. Nee, ich glaube, es waren nur die zwei. Glück gehabt. Ja, wie kopiere ich? Ich müsste eigentlich irgendwie was markieren, aber wie kann ich jetzt markieren, ey? Bereich markieren ist Steuerung. Aha. So. Machen wir so. Ja. Dann machen wir ein C zum Kopieren und dann gehen wir da oben hin. Wo hier ist unser Viereck? Und da sind mehrere Vierecke. Da ist auch ein Viereck. Okay, das würde bedeuten, haben wir sonst noch? Da haben wir auch noch ein Viereck. Ist denn was irgendwo optimaler mit Viereck und Rot und so? Ja, hier wäre es dann noch machbar. Hier sieht es doch gut aus, oder? Der Hub ist dann unten. Ja, dann kommen wir von oben rein. Haben wir denn da noch Möglichkeiten, überhaupt in den Hub reinzukommen? Wo ist denn der Hub jetzt? Da. Sieht so aus, dass wir das irgendwie hinkriegen werden. Da ist auch schon blau. Kann ich das rotieren? Ja, kann ich. Dann würde ich jetzt tatsächlich das Ding hier hinbauen wollen. So, dann wollen wir das nicht mehr, genau. Jetzt gehen wir da mal reingeguckt. So, die Vierecke müssen einfach hier rein, ne? Diese nehmen wir, ja. Die Vierecke da. So, jetzt kommen die da reingelaufen und warten dann auf die Farbe. Genau so ist es. Das ist schon mal gut, ne? So, dann haben wir hier nochmal die Farbe in. Ich glaube, das ist hier vielleicht zu nah. Vielleicht nehmen wir besser hier das weg. Da oben ist rot, hier ist das blau. Da ist das Blau. Gehen hier raus und holen uns da oben das Rot noch weg. Dann machen wir hier, ne? Holen das Rot da weg. Gehen mal hier rüber. So, und jetzt müssen wir nur überlegen.
Wie kriegen wir das hin? Ich hätte mir vielleicht das Filmchen vom Mordrak nochmal angucken sollen, wie der das gebaut hat, ne? Wir brauchen dieses Teil. Wir müssen mit zwei Farben da rein, mit einer raus. Die Rausfarbe würde ich jetzt nach unten weg haben wollen. Macht Sinn, oder? So, das bedeutet, wir müssen vorher hier das Teil drehen. Gehen hier rein. Ne, der kann ruhig so sein, ne? Glaube ich. So geht's erstmal. Machen wir erstmal. Der geht hier auf jeden Fall weiter und der geht da rein. Der geht da rein, geht da weiter und geht da auch weiter. Der lilane ist jetzt schon da. Der lilane, nee, war Fließband war schon richtig. Dreht sich hier runter. Ist auch richtig und kriegt hier einen Tunnel. So sieht das aus, oder? So, das passt dann schon mal. Und hier müssen wir nur die nächsten zwei wieder basteln. Und da muss dann der Färber rein. So. Dieses Zwischenstück hätte gar nicht sein müssen. Jetzt hier. Und hier verbinden. Jetzt Steuerung drücken. Das weg. Steuerung drücken und links klicken. Und einen Rahmen ziehen. Ich glaube, so ist das, oder? Und dann müssen wir es noch kopieren und einfach hier dran setzen, oder? Okay, da war noch was falsch, aber das kriegen wir gleich auch noch hin. Kosten 35 von den Dingern, das zu kopieren, oder was? So, warte, dann bedeutet das, das müssen wir noch so machen. Und hier kommen wir gedreht noch so hin. Ne, der ist es. Ja. Der kommt dahin. Der dahin, der dahin, der dahin. Und der hier ist falsch. Nochmal das Ganze. Der ist schon richtig, ne? So passt's jetzt. Ja. So, und zum Lernen muss ich jetzt das kopieren. Und jetzt brauche ich das da nur dran bauen, oder? Ich glaube, 5-mal war das, oder? Kann das sein? Ich weiß es noch nicht. So gut sind wir da noch nicht. Oh, das sieht gut aus. So, jetzt muss das Band nur voll sein. Ist es wohl? Sieht erstmal gut aus, oder? Ich würde aber zur Vorsicht... nee, mach mal den hier hin, weil da haben wir noch einen.
Da bauen wir noch ein so ein Ding hin. Den da auch noch hin. Dann haben wir einen auf jeden Fall in Reserve noch. Der kommt noch dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Und den müssen wir dreimal drehen. Ist der falsche? Ne, war der richtige wahrscheinlich. Ich habe es nur wieder falsch rumgedreht, oder sehe ich das? So. So, jetzt läuft das. Hier rein. Aber hier ist irgendwas nicht richtig gebaut. Der Anschluss hier ist verkehrt, oder? Ne, den brauchen wir, den brauchen wir. Ich habe das Teil wohl nicht richtig kopiert, oder? Kann das sein? So, jetzt sollte es richtig funktionieren. Ja, das läuft alles da rein, das ist gut. Der Hub ist hier rechts. Jetzt bauen wir hier noch so ein anderes Teil rein. Warte mal, wie muss ich den jetzt bauen, dass das richtig ist? So. So ist es richtig. Jetzt kommt der da dran. Und jetzt hole ich den da noch runter. Nee, so. Und so. Stopp. Gut, dass wir es noch nicht gemacht haben. Mir fällt gerade ein, ne? Da muss noch ein weißer Kreis drauf. Jetzt brauchen wir einen weißen Kreis. Kreise sind schon mal hier. Okay. Wie wurde denn weiß hergestellt? Alle drei Farben oder ja, das warte, wir haben ja irgendwo schon mal gehabt. Hier gibt es weiße Kreise. Gelb und Blau zusammen. Blau ist pur und Gelb gibt es aus Rot und Grün. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da unsere Farbmaschine nochmal nehmen. Die Farbmaschine ist hier. Rot und Grün. Steuerung. So, oder? Copy. So, jetzt brauchen wir Rot und Grün. Das ist hier. Machen wir da mal hin. Und dann würde ich sagen, Rot und Grün. Und dann brauchen wir... Ein Blau ist dahinter. Das ergibt Gelb. Hier unten ist nochmal Blau. Und der Kreis ist da. Ja, dann lass uns das hier herholen. Gut, das bedeutet, wir füttern diese Maschine jetzt mit Rot und Grün. Der muss nach oben. Ja, Shift-Taste nicht gedrückt, sehr gut. Ja, das war nicht die Shift-Taste, die richtige Taste. Na komm schon. Das passt jetzt. Da holen wir uns das Rote weg. Dann dort das Band nach da füllen. So, das sollte gelb werden.
Ich muss das angezeigt kriegen, damit ich das hinkriege. Okay, das ist wieder falsch gelaufen. Shift-Taste wäre richtig gewesen, ne? Und nicht die Steuerungstaste. Da ist unser zweites Band. Kommt dahin. So, und dann brauchen wir hier das Blaue. Passt auch. Passt. So, da sollte jetzt Weiß rauskommen, oder? Tut's auch. Sehr schön. Und die Kreise waren hier irgendwo, ne? Da sind die Kreise. Das bedeutet, hier kannst du erstmal wieder wegreißen. Das war sowieso falsch. Wir brauchen jetzt die Kreise. Die müssen jetzt übereinander gebaut werden. Diese Maschine ist das. Funktioniert prinzipiell genauso wie das andere. Warte mal, wenn ich den jetzt drehe, der Kreis muss da sein, ja. Gut. Den Kreis. Bauen wir da dran vorbei. Das Teil schwenkt da raus. Ne, schwenkt am besten dann da. Ah, haben wir jetzt nicht so dolle gebaut, ne? Aber eigentlich ist das auch ziemlich egal. Der schwenkt erstmal da raus. Geht mit dem Tunnel da wieder drunter her. Der schwenkt so rum. Der kommt da weiter. Der kommt da weiter. Das Teil. Warte, ich muss noch mal gucken, wie das hier ist. Das lilane Teil muss links sein. Gut, dann passt das. Das lilane Teil ist links. Und das müsste das weiße Teil werden. Gut, das sieht erstmal gut aus. Jetzt müssen wir nur die weiße Farbe holen. Wo war die? Hier unten irgendwo. Gar nicht so weit unten. Hier ist es schon. Wo sind die Kreise da oben? Die produzieren wir hier. Bringen die erstmal nach da oben weiter. Und machen die hier bunt. Und bunt können wir kopieren wieder von hier oben. Das war ja unsere Buntanlage hier. Steuerung Linksklick, ne? Was muss ich kopieren? Das hier, ne? Okay. Kann ich jetzt noch? Ja, kann ich noch. Kopieren. Oh, das kostet mich 880. Dann können wir das nicht leisten, oder was? Diese Teile bräuchte dafür. Okay. Die produziere ich hier rechts, ne? Diese hier sind das, die ich hier mache. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie teuer das ist. Dann kann ich das nicht kopieren.
Also kann ich schon, aber nicht zu dem Preis. Ja, kostet mich das. Ja, oder händisch bauen gerade, ne? Die Teile kommen jetzt erstmal hier raus. Nee, das ist falsch. Den brauche ich diesmal. Farbe kommt von links. Ist richtig. Ich glaube, so passt es erstmal. So, hier gedreht so rum. Gedreht so rum, oder? Das ist doof. Das ist doof. Den Tapezierer muss ich, glaube, hierhin machen, kann das sein? So ist es erstmal gut, weil den will ich ja nach da rechts wieder haben. Und der kommt dann da drunter weg. Tunnel nach da. Der geht dann nach da. Ne, machen wir andersrum. Der geht nach da. Den machen wir weg. So, andere Seite ist diese dann. Machen wir erstmal einen. So, der kommt da dran, connected. Jetzt kommen die weißen da raus. Passt. So, der muss jetzt hier einfach drunter her. So, ne? Jetzt kommen da gleich bunte raus, will ich hoffen. Ja, und das sind die, die wir brauchen. So. Jetzt geht das da zum Hub, ja. Ziehen wir den einfach mal ein bisschen tiefer. Ich hoffe, das reicht so. Ja, wenn man die Shift-Taste benutzt, dann ist es einfacher mit dem Bauen, ne? So, da laufen schon mal welche. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch optimieren. Der läuft. Irgendwie doof immer weiter, oder wie, ne? Ne, oder? Geht. Muss den hier haben. Dahin. Ja, das war jetzt nicht so schön. Warte, muss der so? Nein, der muss nicht so. Stopp mal. Ich glaube, ich muss erstmal den bauen. Genau. Und dann baue ich wieder den. Und der kommt dahin.
So ist es. Ne, du kommst da ein. Du kommst da wieder weg, weil schlecht gebaut. So, jetzt passt's. Der kommt da wieder rein. Der kriegt das so. Da kommt wieder ein Tunnel hin. Ist das so? Ja, ist so. Der geht einfach geradeaus. Der kommt dahin. Der kriegt da so ein Teil hin. Der. Passt. So, jetzt flitzen da welche ruhig. Und wir haben das wieder geschafft. Okay, ich glaube, das Grundgerüst steht erstmal. Das müssen wir nur erweitern. Ich muss gucken, dass ich diese einen Teile vielleicht dann automatisiert gebaut kriege. Diese hier. Wo kommen sie raus? Hier, diese hier. Damit ich dann diese Kopiergeschichte machen kann. Ne? Auf Menge. Okay, dann haben wir es aber erstmal geschafft. Ich glaube, das Grundprinzip habe ich jetzt verstanden. Und vielen Dank dafür nochmal, Mordrak. Ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.